So, meine Freunde, Fabian Magic hier. Ich bin hier gerade schon mega aufgeregt, denn ich gehe gerade zu meinem kleinen Bruder und ich schenke ihm heute dieses iPhone hier. Das Ding ist, warum ich ihm das schenke, ich war mit ihm am Sonntag auf dem Volksfest und er hat dort sein Handy verloren. Er hat auf dieses Handy einfach 3 Jahre lang gespart, sein ganzes Geburtstags-, Weihnachtsgeld und so weiter. Und der ist mega traurig gewesen, ist am nächsten Tag hingegangen, hat es 4 Stunden lang dort gesucht, aber nicht gefunden. Und er ist jetzt 16 Jahre alt, das ist natürlich richtig mies, wenn man so lange auf so ein Handy spart. Er hatte so ein Samsung Galaxy S8, glaube ich, und das Handy dann verliert und jetzt komplett ohne dasteht. Und wisst ihr, das Ding ist, ich komme aus der Familie, wir haben halt nicht allzu viel Geld und da ist es jetzt nicht selbstverständlich, ja, Handy verloren, hier kriegst du neues, sondern der müsste jetzt echt wieder richtig lange drauf sparen, bis er neues bekommt. Und ich bin einfach, will ich mich ja auch bei euch bedanken, durch euren Support und so weiter. Es ist einfach unglaublich, was da bei mir passiert ist. In dem letzten Jahr, wir sind von 1000, 2000 Abonnenten gewachsen auf über 180.000 hier. Also auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön an euch. Und ich dachte einfach mal, ich gebe heute meinem Bruder was zurück. Ich gebe ihm heute dieses iPhone hier und seine Reaktion wird mega krass. Also ich glaube, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie seine Reaktion wird, wenn er gleich sieht, dass er von mir ein iPhone kriegt, weil er wollte eigentlich schon immer ein iPhone haben. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich stehe jetzt vor der Tür, ich gehe jetzt rein und wir sehen uns gleich. So, Freunde, ich stehe jetzt vor der Tür, bin schon mega gespannt drauf. Wahrscheinlich würde ich jetzt erstmal meine Mutter aufmachen. Und danach werde ich zu meinem kleinen Bruder gehen und ihm die Überraschung geben. Ey, ich bin so aufgeregt. So, Freunde, ich bin jetzt hier angekommen. Ich bin jetzt hier bei meinem kleinen Bruder. Das hier ist heute Michael. Oh, nee, du bist... Bruh. Okay, ich glaube, der hat gerade noch keine Lust auf dem Video zu sein. Wartet mal, ich überrede ihn mal kurz. Boah, Leute, das Ding ist, Michael, der ist eigentlich so, dass der nie auf Kamera sein will, der ist gerade erst aufgewacht, deswegen hat er auch gerade so reagiert, ist jetzt gerade auf Toilette und danach versuche ich nochmal hierher zu bekommen und mich echt mal gespannt, weil meine Mutter hat mir gerade schon erzählt, dass er gestern richtig eskaliert ist wegen dem Handy, deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie er reagieren wird, wenn er dann dieses iPhone bekommen wird. Also Leute, bis gleich. So, Freunde, der Marc-Louis ist jetzt auch wach. Alles klar bei dir? Und Michael, bist du bereit mitzukommen? Warum soll ich mitkommen? Bei was überhaupt? Nee, wir müssen den Leuten eine kleine Geschichte erzählen, okay? Na. Hä? Das ist auch nicht so. Sag für mich zu finden, Spasti, Alter! Sympathisch! Okay, Leute. Wir kriegen das schon noch hin. Leute, das Ding ist, normalerweise ist er gar nicht so, dass der so schlecht gelaunt ist. Ich will jetzt gar nicht, dass er so voll unsympathisch oder sonst was rüberkommt. Das ist halt echt, dem Handy ist der voll genervt und jetzt komme ich natürlich so mit der Kamera ganze Zeit und der denkt sich, der hat gar keinen Bock jetzt auf dem Video zu sein, weil der wird jetzt null erwarten, dass er ein neues Handy bekommt. Aber der ist jetzt hoch in sein Zimmer gegangen. Ich gehe jetzt mal hinterher und dann wird es hoffentlich endlich mal klappen. Aber ich schwör's dir, geh weg. Nein, Michael? Das Ding ist? Nein. Warte mal. Fabi, lass es. So, das Ding ist. Nein, ich weiß, du bist schlecht gelaunt, gell? Du warst schon auf dem Volksfest, gell? Und jetzt? Du hast doch dort dein Handy verloren, gell? Ja. Und? Willst du ein Video drüber machen oder was? Das Ding ist, es regt dich doch voll auf, dass du das Handy verloren hast, oder? Ja, und weiter. Und du bist ja gestern, das habe ich gar nicht mehr mit, aber du bist ja zum Volksfest dann nochmal gefahren und hast es dann vor lange gesucht, gell? Mhm. Und das Ding ist, wir haben es auch versucht anzurufen. Also ich habe öfters versucht anzurufen, aber das ging auch nicht. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird das Handy ja auch nicht mehr auftauchen. Ist mir egal, ich versuche draußen hinzugehen.
Willst du nochmal hingehen? Ja. Ich gehe dann so hier im Rathaus, das ist so ein Fundbüro im Heilbronn. Ja, das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit, das Handy jetzt noch zu finden, ist halt super gering, weißt du? Ist mir egal. Wie würdest du dich freuen, wenn du das Handy wieder finden würdest? Sehr freuen. Das Ding ist, weißt du, ich weiß ja, wie schlimm das sein muss, jetzt mit 16 für dich vor allem dann kein Handy zu haben, weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich dir hier dieses Handy schenke. Wahrscheinlich. Nein, das ist wirklich, ich schenke dir das wirklich. Das ist kein Joke, das ist wirklich ein echtes iPhone. Das funktioniert auch und alles, das kannst du selber ausprobieren. Will ich nicht. Das Handy, das schenke ich dir. Will ich nicht. Bruh. Ohne Witz, ohne was zurückzuverlangen, das ist wirklich für dich. Ich brand dich gerade nicht, das ist kein Scherz, das ist wirklich. Nein, ich will's nicht. Warum soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen? Really, nigga? Nein. Jungs, ich hab keinen Bock mehr! Ja, okay, das lief jetzt nicht wie geplant. Warum legst du es hier hin? Weil ich nimm's einfach wieder mit. Nein, ich schenke das dir jetzt. Nein, will ich nicht. Das Ding ist, Michael ist jemand, der so Geschenke oder sowas, der das eigentlich echt mega ungern so annimmt. Und ja, aber trotzdem, warum filmst du diese Scheiße, Alter? Du wirst dich im Nachhinein, du wirst dich schon drüber freuen. Ne, will ich mich nicht. Na, das war jetzt ein absoluter Fail für mich. Oh Gott. Okay. Scheiße. So, meine Freunde. Hi. Das Ding ist, das Video, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ich wollte das eigentlich gar nicht hochladen zuerst, weil, ja, ich wollte ja meinem kleinen Bruder dann eine Freude machen, aber das Ganze ist mir nicht gelungen direkt, weil er dachte sich halt, das wäre jetzt ein Prank gewesen. Ich hätte es nicht ernst gemeint. Er war ja wirklich sehr schlecht gelaunt wegen dem Handy. Kannst du mal erzählen, wie du dich gefühlt hast, nachdem du das verloren hattest oder so? Ja, man kann sich ungefähr so vorstellen, man regt sich die ganze Zeit jetzt auf. Man geht sogar extra nochmal dahin zum Volksfest, wo es gerade abgebaut wird. 4 Stunden lang guckt man danach, wartet, bis die da alles abgebaut haben. Dann sagen die dir, ja, wir haben es nicht gefunden. Deswegen war es schon so, dass ich schon direkt angepisst war, schon auf 180 war ich da schon. Wollte einfach nur mal Ruhe haben. Dann habe ich halt gemütlich geschlafen. Habe so gedacht, ja, ich gehe vielleicht heute nochmal dahin zum Fundbüro. Das ist ja im Rathaus drin. Dann kommt mein Bruder und dann kommt er mit der Kamera und dann denke ich mir so, Alter, darauf habe ich jetzt erstmal gar keinen Bock. Fürs Erste. Deswegen war ich da so schlecht gelaunt. Falls ihr es verstehen könnt. Ja, das Ding ist, es ist ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn Freunde von euch zu euch kommen und dann was mit der Kamera dann filmen, dann denkt ihr auch erst, hey, der will mich verarschen und so weiter. Und das hat er halt eben auch gedacht. Er hat gedacht quasi, ich will ihn da ärgern, ich will noch Salz in die Wunde streuen oder sonst was. Und deswegen hat er eben so reagiert, dass er das halt nicht so quasi angenommen hat. Aber er ist heute zu mir gekommen. Weil wie gesagt, das Video wollte ich eigentlich gar nicht hochladen, aber er ist zu mir gekommen und hat sich bei mir entschuldigt, dass er das Ganze falsch aufgefasst hat. Und deswegen, Michael, jetzt kriegst du es hier auch nochmal offiziell hier vor der Kamera, okay? Du bekommst hier wirklich ein iPhone. Ist jetzt das allerneueste iPhone, aber natürlich besser als gar kein Handy zu haben. Natürlich, das ist das bekommst du von mir jetzt geschenkt. Das ist sehr nett von dir. Und das Ding ist, Leute, wir hätten das nochmal drehen können, theoretisch. Er ist hergekommen, hat sich entschuldigt, hätte man ja theoretisch machen können, so hey, ich gehe nochmal hin und er tut dann so, als ob er sich jetzt richtig krass freut und das alles quasi nochmal faken und so, aber ich habe mir dann gedacht, dass ihr einfach mal seht, dass nicht alles immer perfekt läuft, auch ich, ihr seht ja oft, ich lade auch Fails von mir hoch, wenn ich mal einen Korb oder sowas kriege oder ein Zaubertrick nicht funktioniert, dann lade ich das hoch, einfach weil ich euch zeigen will, dass einfach nicht alles im Leben perfekt läuft oder so, wie man sich denkt. Und deswegen habe ich gedacht, lade ich quasi das auch so hoch, so wie es wirklich war, real quasi die Reaktion. Er hat mir quasi da in dem Moment nicht vertraut, er hat gedacht, ich verarsche ihn und so war es halt. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze doch hochzuladen. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen,
Als nächstes kommt natürlich wieder ein Magic-Video. Ich habe gedacht, heute mal was anderes. Hat einfach gepasst, so, weil er hat sein Handy verloren. Habe ich gedacht, ich hole ihm was Neues. Habe die Reaktion mal aufgenommen. Ist zwar nicht ganz so gelaufen wie geplant. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gut unterhalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt... Magie haut nach. Wie du es gerade gesagt hast, Magie haut nach.